Das Rätsel um Oumuamua wurde endlich geknackt. Seitdem das geheimnisvolle Objekt vor 6 Jahren in unser Sonnensystem eingetaucht ist, stellt es selbst die erfahrensten Experten vor gewaltige Probleme. Doch was hat es wirklich mit dem seltsamen Flugverhalten des interstellaren Besuchers auf sich? Und wieso ist ein renommierter Harvard-Professor davon überzeugt, dass wir es hier nicht mit einem gewöhnlichen Kometen zu tun haben, sondern mit einem außerirdischen Raumschiff? Rätselhafter Besuch. Im Oktober 2017 war die moderne Weltraumforschung um einen bedeutenden Meilenstein reicher. Zum ersten Mal identifizierten die Experten ein Objekt im Sonnensystem, das eindeutig als interstellar klassifiziert wurde. Allerdings wich die anfängliche Euphorie schon bald einem großen Rätselraten. Die Charakteristiken des Flugkörpers waren derart ungewöhnlich und merkwürdig, dass kein Wissenschaftler wusste, womit wir es hier überhaupt zu tun haben. Durch das Pan-STARRS-Teleskop auf Hawaii entdeckt und auf den Namen Oumuamua getauft, hielten die Fachleute den interstellaren Besucher zunächst für einen Kometen. Diese Einschätzung geriet jedoch gehörig ins Wanken, als bei genaueren Beobachtungen weder ein Schweif noch eine sogenannte Koma aufgespürt werden konnte. So kam es, dass nur eine Woche nach der Entdeckung die astronomische Kehrtwende folgte und Oumuamua fortan als Asteroid galt. Allerdings wurde auch diese Kategorisierung von einigen gewaltigen Fragezeichen überschattet. Das Objekt legte ein Flugverhalten an den Tag, das alle bekannten Muster sprengte. Aber der Reihe nach. Als Oumuamua entdeckt und auf die Sternenkarten hinzugefügt wurde, befand es sich schon auf dem Rückweg in den interstellaren Raum. Die Berechnungen der Experten ergaben, dass es seinen sonnennächsten Punkt am 9. September durchlaufen hatte. Während sich Oumuamua unserem Wirtsstern bis auf 37,6 Millionen Kilometer annäherte, jagte es mit einer Spitzengeschwindigkeit von 87,3 Kilometern pro Sekunde durch das All. Dabei war es jedoch eben jene Annäherung an die Sonne, die die Wissenschaftler vollkommen ratlos zurückließ. Im Detail offenbarte die nähere Analyse nämlich eine eigentümliche Bahnablenkung. Sprich, als sich der Körper von der Sonne entfernte, flog er etwas schneller, als es der reine Einfluss der Gravitation erlaubt hätte. Fortan galt es für die Forscher herauszufinden, was es mit den Hintergründen der mysteriösen Beschleunigung auf sich hatte. Zunächst wurde das Ausgasen flüchtiger Bestandteile als mögliche Erklärung aufgeführt. Dieser Prozess ist alles andere als ungewöhnlich und findet unter anderem statt, wenn ein Körper stark aufgeheizt wird. Jedoch geht das Ausgasen in der Regel auch mit einer signifikanten Veränderung des Rotationsverhaltens einher, eine Charakteristik, die im Fall von Oumuamua jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. Weitere Auffälligkeiten. Um die wahre Identität von Oumuamua aufzudecken, richteten die Forscher praktisch alle Teleskope auf das Objekt, die ihnen zur Verfügung standen. Dabei stellten sie schnell fest, dass der Flugkörper außergewöhnlich intensive Helligkeitsschwankungen durchläuft, die den Schluss nahelegen, dass es in seiner Form an eine überdimensionale Zigarre erinnert. Allerdings reichten die gesammelten Daten nicht aus, um die Helligkeitsschwankungen mit einem passenden Rotationsverhalten in Einklang zu bringen. Vor diesem Hintergrund liegt der Schluss nahe, dass Oumuamua sich nicht nur um eine seiner Hauptachsen dreht, sondern förmlich durch den Weltraum taumelt. Da in der unmittelbaren Umgebung des Objekts kein Staub entdeckt werden konnte, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es kein Wasser enthält und womöglich vollständig aus Metall besteht. Hinsichtlich der genauen Ausmaße müssen sich die Experten in Ermangelung an handfesten Daten auf Schätzungen stützen. Je nachdem, welche Werte man für das Rückstrahlvermögen, die Dichte, die innere Zugfestigkeit und die Rotationsachse eingibt, ergeben sich unterschiedliche Abmessungen. So ist es denkbar, dass Oumuamua entweder 800 oder gerade einmal 100 Meter lang ist. Und auch bezüglich des Ursprungs bleiben uns die Fachleute eine eindeutige Antwort schuldig. Der vage Ansatz besagt lediglich, dass die Herkunftsrichtung wohl irgendwo im Sternbild Leia liegt. Kurz nach der Einstufung als Asteroid wurde Oumuamua übrigens doch wieder als Komet klassifiziert, allerdings überzeugt diese Einordnung nicht jeden Experten. So kommen andere Studien zu dem Ergebnis, dass wir es hier mit einem Körper zu tun haben, der aus gefrorenem Wasserstoff besteht. Möglicherweise ist Oumuamua aber auch ein Stickstoffeisfragment, das einst aus einem Pluto-ähnlichen Exoplaneten herausgesprengt wurde. In eine etwas andere Kerbe schlagen wiederum die Gedanken, die der Harvard-Professor Avi Loeb zu diesem Thema äußerte. Was wäre, wenn der interstellare Besucher gar keinen natürlichen Hintergrund besitzt, sondern künstlich erschaffen wurde? Ein außerirdisches Raumschiff?
Am 26. Februar 1962 in Beit Hanan, Israel, zur Welt bekommen, ist Avi Laub nicht gerade das, was man einen unumstrittenen Forscher nennen würde. Tatsächlich ist es noch gar nicht lange her, dass der theoretische Physiker wieder einmal mit einer heiß diskutierten Behauptung in die Schlagzeilen geriet. Er gab an, auf dem Grund des Pazifiks einige mysteriöse Objekte unbekannter Herkunft gefunden zu haben, die, Zitat, auf eine außerirdische Technologie hinweisen könnten. Im Detail handelte es sich dabei um hunderte Mini-Kügelchen, die einen interstellaren Ursprung besitzen und die Loeb in den Überresten eines Meteoriten barg. Und apropos außerirdisch, mit Sicherheit erinnerst du dich noch an die vermeintliche Alien-Mumien, die im September im mexikanischen Parlament präsentiert wurden. Auch Avi Loeb nahm an dieser vielbeachteten Veranstaltung teil. Während er online zugeschaltet war, erzählte er von der Suche nach außerirdischen Objekten in der Atmosphäre und dem Sonnensystem. Mit diesem Wissen im Hinterkopf dürfte es niemanden wundern, was Loeb über Oumuamua zu sagen hatte. Wir haben es hier laut ihm womöglich mit dem künstlich erschaffenen Objekt einer extraterrestrischen Zivilisation zu tun. Im Detail würden die beobachtete Bahnabweichung sowie die fehlende Staubentwicklung nämlich perfekt mit den Eigenschaften übereinstimmen, die man von einem extrem dünnen Objekt von großer Fläche erwarten würde. Loeb spekulierte, dass Oumuamua in Wahrheit ein Sonnensegel verkörpern würde, also einen Körper, der durch den Strahlungsdruck der Sonne oder eines anderen Sterns angetrieben wird. Besonders spannend, auch die übrigen Forscher schlossen nicht aus, dass der interstellare Besucher künstlich erschaffen wurde. Aus diesem Grund visierte das Radioteleskop am Green Bank Observatorium in West Virginia Oumuamua an, um nach möglichen Signalen künstlichen Ursprungs zu suchen. Jedoch zeichneten die Daten, die über einen Zeitraum von 2 Wochen gesammelt wurden, für die UFO-Anhänger ein eher ernüchterndes Bild. Es konnten keinerlei Hinweise auf künstliche Signale gefunden werden. Des Rätsels Lösung? Obwohl Oumuamuas Abstecher ins Sonnensystem mittlerweile schon 6 Jahre zurückliegt, sollte das Objekt kürzlich noch einmal in die Schlagzeilen rücken. Auf all die Theorien, die aufgestellt und später wieder verworfen wurden, folgte vor einigen Monaten endlich die erlösende Nachricht. Die Astronomen haben das Rätsel um Oumuamua geknackt. Allerdings sollten wir an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass es sich dabei um rein theoretische Überlegungen und Modelle handelt, die zwar eine plausible Erklärung liefern, aber nicht direkt an Oumuamua nachgewiesen wurden. Doch wie dem auch sei, fest steht, dass kein Forscher jemals zuvor einen Kometen gesehen hat, der keine Staubkoma besitzt und auf so eine seltsame Art und Weise beschleunigt wie Oumuamua. Nun ist es Daryl Seligman und seiner Fachkollegin Jennifer Bergner jedoch gelungen, die merkwürdigen Begleitumstände mit einer stimmigen Theorie zu vereinbaren. Demzufolge hört des Rätsels Lösung auf den Namen Wasserstoffantrieb. Zu dieser Erkenntnis gelangten die Experten, als sie eine Reihe von Laborversuchen unter die Lupe nahmen, die zwischen den 70er und 90er Jahren durchgeführt worden waren. So zeigten die Testreihen, dass Wassereis unter dem Einfluss intensiver kosmischer Strahlung zu molekularem Wasserstoff zerfallen kann. Und ein Körper, der sich durch das interstellare Medium bewegt, wird von eben jener Strahlung förmlich gekocht, so die Forscher. Vor diesem Hintergrund liegt also die Vermutung nahe, dass Oumuamua ebenfalls Wasserstoff bildete. Das Problem? Um den Temposchub zu erklären, den das Objekt bei der Umrundung der Sonne zurücklegte, hätte der Wasserstoff nicht sofort in den Weltraum entweichen dürfen. Doch auch dafür hatten die Wissenschaftler die passende Erklärung parat. Demnach blieb der Wasserstoff zunächst in den Poren des Eises gefangen. Die theoretischen Berechnungen zeigten, dass dies alles andere als unwahrscheinlich ist. So bleibt der meiste Wasserstoff, der unter interstellaren Bedingungen im Eis gebildet wird, in der Wassermatrix eingeschlossen. Dies ändert sich erst, wenn das eisige Gas auf Temperaturen von minus 258 bis minus 133 Grad Celsius aufwärmt. Solange diese Temperaturgrenze nicht überschritten wird, bleibt das Wassereis amorph. Es kristallisiert sich also erst bei der entsprechenden Erwärmung aus. Während Oumuamua unser Heimatsystem besuchte, so die Theorie, heizten die Sonnenstrahlen die äußere Kruste des Objekts auf, sodass das Wassereis seine Struktur veränderte. Die Poren, die im Rahmen dessen im Eis geöffnet wurden, erlaubten es dem leichtflüchtigen Wasserstoffgas daraufhin zu entweichen. Auf diese Weise lässt sich auch erklären, wieso die Ausgasung für die irdischen Wissenschaftler unsichtbar erschien. Der molekulare Wasserstoff konnte durch die spektroskopischen Untersuchungen nicht identifiziert werden. So hatte es den optischen Anschein, dass der Flugkörper weder einen charakteristischen Schweif noch eine Koma besaß. Im Gegensatz zum herkömmlichen Ausgasen von Kometen würde das Entweichen von Wasserstoff auch keine signifikante Staubentwicklung erzeugen.
Selbst wenn die Eismatrix Staub enthalten haben sollte, wurde dieser beim Ausgasen höchstwahrscheinlich nicht mit hinausgerissen. Ja, das ist ja alles schön und gut. Doch genügt diese spezielle Form des Ausgasens auch aus, um die rätselhafte Beschleunigung um Oumuamua zu erklären? Die Antwort lautet ja, sofern der Flugkörper vergleichsweise kompakte Ausmaße besitzt. Bei einem Kometen, der mehrere Kilometer groß ist, besäße das Ausgasen wohl kaum nennenswerten Einfluss auf das Flugverhalten. Sofern das zigarrenförmige Etwas aber nur 100 Meter lang und 20 Meter dick ist, könnte der Prozess ausreichend Staub erzeugt haben, um die beobachtete Beschleunigung in Gang zu setzen. Unterm Strich gehen die Fachleute davon aus, dass ihr Modell auch die Hintergründe vergleichbarer Objekte aufdecken kann. Denn tatsächlich wurden seit der Entdeckung von Oumuamua 6 weitere kleine Kometen gefunden, die keinen Schweif und keine Koma besaßen und trotz dessen kleinere Temposchübe durchliefen. Und womöglich werden wir bald auch schon auf Informationen aus erster Hand zurückgreifen können. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 steuert derzeit auf den Asteroiden 1998 KY26 zu, den sie 2031 passieren und eingehend untersuchen soll. Tja, du kannst dich also auch für die spannendsten Mysterien des Weltalls begeistern? Dann drück auf Abonnieren und freu dich auf die nächsten Highlight-Videos!